Hallo und willkommen zur 73. Folge unseres Let's Plays X-Ray Terran Conflict. Und in der letzten Folge haben wir unsere schwere Zentaur. Warten Sie mal kurz. Südtor. Tor, Wolkenbasis Nordwest. Wo ist es? Ach da. Wir haben in der letzten Folge unser Schiff repariert, also unsere schwere Centaur-Prototyp. Bum, bum, bum. Haben wir repariert und das hat beinahe im 6 dauert das halt ein bisschen. Hat halt ein bisschen gedauert und die Zeit habe ich genutzt, um so ein bisschen darüber zu reden, was wir so in der nächsten Zeit machen wollen. So, was ich so für Pläne habe. Was wir so machen können. Ja. Was soll man dazu noch kurz sagen? Und unser erster Plan. Wir wollten dann erstmal die Dings verkaufen. Die unsere alte Centaur. Für das Geld in den Stationstransporter holen. Für die. Für unseren Drohnenkomplex. Was hatten wir dann vor? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Erreiche System, Wolkenbasis Nordwest. Wir müssten uns auch noch richtige Waffen holen. Denn eine EPW, einfach nur EPWs reinzuschmeißen, unser Schiff ist auch nicht gerade das Schönste. Die argonischen Konstrukteure opferten Monate der Überlegung, wie sie den Centaur verbessern könnten. Mit besseren Schilden, Waffen sowie Triebwerken und absolut ohne jeglichen Schnickschnack ist der schwere Centaur das Ergebnis. Ja gut, wir können zum Beispiel Schütterungsimpulsgeneratoren reinbauen und überall Projektilkanonen vom Rohrbau, Munition. Phasenrepetiergeschütz, das ist gut. Das sind nämlich ziemlich schnelle Geschütze, das ist gut, wenn man gegen kleinere Schiffe kämpft. Dann gibt's Plasmastromgenerator, Pulsstrahler, Energiepulskanone, Ionenwaffen. Ich glaube, ich werde Ionendisruptor oder Ionenpulsgenerator mir vielleicht holen. Ich muss noch gucken. Da werde ich vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe, einen kleinen eigenen Spielchen machen. Und mit dem Jeep-Menü gucken, was für Waffen kann man einbauen. Wie sehen die aus? Was machen die so an Schaden? Oder so ein bisschen an der Ausrüstung rumfallen, weil EPWs sind halt nicht so schön. Und uns fehlen sowieso noch ein paar Ausrüstung. Ein bisschen der Ausrüstung. Argon, Militär, schwerer Centaur. Die argonischen Konstrukteure opferten Monate der Überlegung, wie sie den Centaur verbessern könnten. Da sind Erschütterungsimpulsgeneratoren fast nur drin. Erschütterungsimpulsgeneratoren machen so eine Druckwelle, wenn ich mich recht entsinne, die dann halt eine Menge Schaden an kleinen Schiffen ausrichten kann, aber eine sehr, sehr geringe Reichweite hat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine M5 in die Nähe von uns fliegt, würde die sofort sterben in dem Moment, wenn sie in Reichweite ist. Aber vorher könnte sie halt noch ein bisschen auf unseren riesigen Schild versuchen, also drauf zu kloppen. Was natürlich so gesehen hoffnungslos unterfangen ist. Wir besitzen nämlich eine Menge Feuerkraft. Also eine Menge Schildkraft, meine ich. Wir fliegen erstmal nach Argon Prime. Und dann sehen wir weiter. Wir können dann auch mal ein paar Dings-Missionen, ein paar Feind-Missionen versuchen mit dem Sprungantrieb. Mal gucken, wie wir das jetzt alles machen. Dann wollte ich ja vielleicht noch einen zweiten Komplex machen. Kann auch sein, dass ich den zweiten Komplex jetzt noch auslasse. Und dass wir dann einfach den Terraner-Plot machen. Aber eins muss man sagen, unsere schwere Centaur ist schon ein Monsterschiffchen. Im Vergleich zu den kleinen M3, die wir vorher hatten. Der kleinen Nova. Unsere Nova, das ist auch noch sowas. Ich werde die wahrscheinlich auch noch verkaufen. Wir können mit der Nova eigentlich nichts mehr anfangen. Wir brauchen im Moment die Nova nicht. Und, ja. Erreiche System. Was sollen wir denn mit der? So, Argon Schiffswerft. Da ist das Schiff schon gelandet. Ich schaue noch kurz im Frachtraum, was drin ist. Ja, eher so Puppelzeug. Dann verkaufen wir die. Für 6 Millionen. Centaur, verkauf. Dann schaue ich mal noch kurz, was haben wir noch als Besitztümer. Also ein Komplex, der jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr arbeiten kann.
unsere schwere Zentaur, Facebird. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Unsere Claw und die Nova. Was hatten die noch im Frachtraum? Das Phasenrepetiergeschütz, was ich mir vielleicht auch noch aneignen will, für noch ein paar Erweiterungen. Ich sag mal Docker an. Ja, das war ein bisschen weit. Agentschiffswerft. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wir holen uns erstmal an der Schiffswerft. Wo ist sie? Da unten, glaube ich. Ja. Agentschiffswerft. Erstmal eine neue. Einen neuen Transporter für unsere Station. Und das wird ein stinknormaler Merkur sein, aber halt in der L-Ausführung, da ist halt schon ein bisschen Ausrüstung mit dabei. Ein paar Schilder hat es schon mal, das ist gut, dann stirbt es nicht sofort. Dann holen wir uns mal noch die Erweiterung. Ja, Boosterweiterung. Ich weiß nicht, ob die Duplex-Scanner könnte ganz gut sein. Handelssoftware natürlich, brauchen wir. Kampfsoftware ist eigentlich eher Navigationssoftware, kann ich sagen. Sinnzahl ist eigentlich wurscht, weil wir da nie einsteigen werden. So, jetzt ist an dieser Station unser neuer Merkur, den wir erstmal einen anderen Namen geben werden. LGTC, so hieß unsere Firma. Das ist ein Stationstransporter. Und kaufe Energiezelle. Das heißt, ich möchte im ersten Moment sagen, meine Firma, dann im zweiten Block steht, was für eine Grundaufgabe der Transporter hat. UH wären zum Beispiel Unihändler, SH wären Sektorhändler. Dann, was hat er so für einen Befehl? Ich meine, an der Station sehe ich dann, dass der Transporter ist für die Energiezellen zuständig, der ist für die Verkaufen zum Beispiel zuständig. Dann sagen wir noch Merkur. Merkur. So, das ist gut. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der argonischen Handelsflotte und ein würdiger Name. Also, wir haben uns den jetzt gekauft und sagen mal dem Navigation Docker an, Elenas Glück. Der soll erstmal an die freie Argon-Handelsstation. Kommando akzeptiert. Wir haben natürlich keine Energiezellen zum Springen. Deswegen werden wir jetzt nach Linie der Energie fliegen, um uns ein paar Energiezentren zum Springen. Springen ist nämlich bei weitem eingehende Nachricht. Von wem denn? Nova. Ach, das hatten wir ja noch eingestellt, dass die Nova bei Befehlen... Na gut. Werden wir nicht mehr haben. Ich werde dann noch die restliche Ausrüstung, die Nova hat, in unsere schwere Zentaur. Ich will mal noch was gucken. Wir haben 8 EPBs, 6 vorne eingebaut. Dass wir vielleicht erstmal Phasenrepetiergeschütze einbauen. Oh, da gibt es sogar gleich welche. Dass wir vielleicht erstmal EPWs und Phasenrepetiergeschütze einbauen. Phasenrepetiergeschütze sind erstmal nicht schlecht. Gegen leichte Jäger sind sie prima. Das sind schnell feuernde Geschütztürme. Und gegen den Jäger natürlich gut. Da können wir die leicht treffen. Machen dafür aber auch halt nicht so viel Schaden. Ja. Aber es sind eigentlich ganz nette Waffen. Unlock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Theoretisch bräuchten wir nur noch 2 Phasenrepetiergeschütze, dann hätten wir 8 EPWs und in jeden Geschütztürmen Phasenrepetiergeschütze. Ich sag mal, Kommando nicht ausführbar. Oh, das geht nicht. Fliege ich einfach manuell kurz zum Ostturm. Gehe dann auf. Was für eine Taste gibt es eigentlich für ihr aktuelles Schiff? Ich muss mal gucken. In der Steuerung. Da gibt es bestimmt noch eine. Weil I ist die Information von dem Ziel. Aktuelles Schiff Z. Ah, das funktioniert sogar. Gut, dann habe ich jetzt einen Shortcut mehr gelernt. Z für aktuelles Schiff. So, dann gehen wir auf erweiterte Option und gehen auf Waffen. Und können schon mal hinten die Phasenrepetiergeschütze einbauen. Ich will mal kurz was gucken. ZG. Energieplasmawerfer machen eine Menge Schaden bei Schilden.
Phasenrepetiergeschütze machen ein bisschen weniger Schaden, sind halt aber dafür schnell, also schießen ziemlich schnell, machen zwar nicht so viel Hüllenschaden, was aber eigentlich egal ist. Oh, da unten sehen wir jetzt unsere Kanzel, die schön schießen kann. Vielleicht hier hinten. Such grad mal die Kanzel. Mach da hinten zu. Mach da oben. Dann die vorderen Schutzkanzeln haben wir hier da links. Rechts ist noch nichts eingebaut, deswegen sitzt da noch nichts. So. Fliegen wir mal das Sprungtor. Und holen uns in Energiezirkel und ein paar Energiezellen. Weil mit Springen geht das alles viel einfacher. Vor allem können wir dann endlich gescheit Missionen machen. Da gibt es dann halt Missionen, die sagen, innerhalb von ein paar Minuten musst du ihn töten und du kriegst dann 1,8 Millionen. Dann springst du in den Sektor, den du brauchst. Erreiche System. Linie der Energie. In den Sektor. Und ja. Gut, die Sonnenkraftwerkpreise sind im Moment nicht gerade so rosig. Also nicht so prima, aber das ist egal. Dann kaufen wir dort ein bisschen Energiezellen. Können dann nach Wolkenbasis Südost springen, wo wir dann unsere Nova verkaufen. Also erstmal alles rüber, was die Nova noch hat. Die hat ja noch einen Phasenrepetiergeschütz. Dann brauchen wir noch 3 sogar, nicht 2. Vielleicht gibt es sogar noch welche. Dort. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. So, 500 könnte ich maximal. Ich nehme 400. Dann haben wir ein bisschen Puffer im Frachtraum. So, jetzt ist unser. Jetzt haben wir uns ein paar Energiezellen geholt, mit denen wir dann springen können. Einen Sprungantrieb benutzen kann. Ja, habe ich ja schon gezeigt. So, Shift J, die Shortcut für den Sprungantrieb, Wolkenbasis Südost, Nordpol. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Dann sind sie aktiv und innerhalb von ein paar Sekunden springen wir dann nach Wolkenbasis Südost. So kann man halt sich eine Menge Zeit im Universum sparen. Mehr Zeit spart man sich natürlich, wenn man später den unfokussierten Sprungantrieb bekommt. Erreiche System, Wolkenbasis Südost. Weil man dann direkt schon neben die Station springen kann, an die man andocken will. Innerhalb des Argon-Territoriums. Oh, Argon, hier gibt es ganze 4 Phasen-Repetiergeschütze im Sonderangebot. Die kaufe ich gleich alle, auch wenn wir nur 3 bräuchten. Aber ich meine, die sind im Sonderangebot. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann hätten wir unsere kompletten Geschützbänke mit Phasenrepetiergeschütze ausgerüstet und könnten die 2 übrig gebliebenen EPWs in die Nova stecken und dann verkaufen. Brauchen wir ja im Moment nicht. Dann hätten wir schon mal so ein bisschen Bewaffnung, aber da bin ich noch nicht zufrieden, weil wir haben einige Waffen können wir einbauen, die ich noch nicht so kenne. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord. Bumm. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Ach, stimmt, Ausrüstungssacks verändern ihren Preis ja gar nicht, wenn man irgendwas bei denen kauft. So, dann kommen die hier raus. Laser installieren. Laser installieren. Installiert. Phasenrepetiergeschütz. Installiert. Abdocken. So, viel dazu. Dann. Argon Schiffswerft. Da ist ja unsere Nova. Dann stocken wir dort an, verkaufen die und machen sonst was mit der. Und das wäre es dann auch weit, soweit mit der Folge. Sie sprechen mit dem Positiv. Naja, passiert. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen.